Straßenruine läuft gleich ab. Ja, das ist nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm. Das kostet ja nicht so viel. Inzwischen geht es ja einigermaßen mit dem Gold, wenn man nicht gerade, ne, Sachen erweitern möchte. Also Haus oder Farm oder sowas in der Richtung. Die. Oi. Oi, 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 oi. Der Winter ist da. Ja, schick. Also sieht teilweise aus, wenn die Texturen einfach komplett weg sind. ja, okay. Das heißt, wir können jetzt keine Blümchen mehr anbauen. Rangliste. Herzlichen Glückwunsch. Du warst letzten Monat auf Platz 2 der Werkstätten-Rangliste. Du hast es fast auf den ersten Platz geschafft. 10 Discs, eine Glückstruhe und 7000 Gold. Das ist super. Oh ne. Regenbogenblumen gehen immer. Das ist schön. Achso, wir müssen schnell wieder. Wollte sich irgendwann Platz Rang, also Rang 1 erreichen. Dafür müssen wir täglich Higgins abhängen. Moin. Also 10 Schleifsteine bringt viel zu wenig Geld ein. Das ist dieses Sonderzeug. 3 Talismane. 5 Staubwedel. Mach die Sonnenbrillen. Und das geht wieder nicht, weil es. Ne. Hat ein anderes Symbol, aber trotzdem geht's nicht. Krass. Ich hoffe, Sonnenbrillen war das Richtige. Ich weiß nicht, was das braucht. Ach, ist fleißig im Schnee am Kochen. Oh, ja, die Felder sehen jetzt ein wenig kahler aus. Hm? Hi! Granny is having trouble remembering things. Zusammen reiten, beschenken wir. Ja, eine Mine. Ein paar Discs. Ein Silikonchip anscheinend. Nicht so wirklich viel Zeug. War ja bloß königlicher Honig. Ist ja nicht schlimm. So, Sonnenbrillen. Kupferbarren und Brillengläser. Okay, sollte ich nicht allzu häufig annehmen, so eine Quest, weil die Brillengläser kriegt man halt nur in der Mine und auch nicht in allen Minen, sondern gleich nur in der ersten. Also ist begrenzter Rohstoff. Dann brauchen wir noch Stahlrahmen. Es fehlt. Okay, warte. Stahl. Stahl fehlt, macht Sinn bei Stahlrahmen. Einen noch, ne? Ja. Damit sollten wir jetzt alles haben. Zack. So. Stahlträger. Und wer ist der Brückenturm, der ebenfalls sehr viel Stahl braucht? Ich glaube, ich gehe jetzt doch mal hier rüber. Es wird doch ein wenig unübersichtlich sonst. Brückenturm. Bauen. Stahlplatten, erhärteter Lärm, gestärktes. Leben, nicht Lärm. Haben wir Leben? Nein, mach mal. 8. Alles wegsortieren. Geo-Kiste kriegt Geo. Oh, wir haben wieder. Oh, ich habe eine gute Idee. Ja, gib mir mal alle Steine. Und den ganzen Sand. Das verkaufen wir bei Zeiten. So. Also daraus machen wir Hocker. Und die verkaufen wir natürlich. Dann Metallsachen. Das waren 10
Platten? Ja, 10 Stahlplatten. Auf. 5. Also die drei Öfen hier müssen durchgehend Stahl herstellen. Also weiterhin durchgehend Stahl herstellen. Die Sonnenbrillen können wir abgeben. Irgendwo. Ui. Das sieht beeindruckend aus. Ja, leider haben wir zu viele Quests gerade auf einmal. Oben bei den Ruinen ist er. Sie, S. In der Ruine. Ach, das ist er. Ja, okay. Also er, der da am Eingang steht. Hey! Doch jemand anders. Hier, bitteschön. Ja, die Sonnenbrillen werden dir sehr nützen im Termin. Das ist richtig. Marktpreis 107%. Das ist okay. Wie kannst du die hier mal verkaufen? Die Hocker verkaufe ich dann aber auch erst, wenn es auf 120 oder was ist. Bei dem Dreck war es jetzt nicht so wichtig. Aber. Hocker, die sind schon wertvoller. Ich habe gar nicht durchgerechnet, ob es sich wirklich rentiert, das überhaupt weiter zu verarbeiten. Aber es würde Sinn machen. Also ich glaube, Stein ist auch... Genau, 2 Stein, 1 Gold. Braucht 10 Steine, ist also 5 Gold wert. Und der Steinhocker selber 7 Gold wert. Also ja, machen Profit. Was bei den Tischen? Und die brauchen auch noch Marmor. Nee, hier. Steinhocker. Oh, ich habe das Ganze da nicht weggegeben. Nee. So, 234 Steinhocker. Wir haben 24.000 Gold. Ah, super, dann können wir bald hier erweitern. Das war 30.000, ne? Ja. Das ist ganz schön weiß. Weg. Das sieht cool aus, wenn der Schnee darunter purzelt. Das ist eine richtig dicke Schneeschicht. Winterschlaf? Ja, anscheinend. Sie bewegen sich nicht viel. So, die Wüste ist noch interessant zu beobachten, ne? Schnee. Wüste. Aber von hier aus geht's nicht rüber. Wir müssen erst wieder zurück. Und dann da lang. Also den Stahlträger können wir schon mal rübersetzen. Vielleicht sieht man das ja. Oder müssen wir beides gleichzeitig haben? Ich glaube, wir müssen beides gleichzeitig haben. Boah, ich würde echt gerne den Blumen ausstellen. Das strahlt sich ja alles gegenseitig. Also ja, Schnee reflektiert und so, aber hier ist gerade alles am Glühen. So, was haben wir noch? Aufträge. Missionen. Nix. Nix ist wenig. Dann mach doch mal die Kiste da auf. Glückstruhe. Eine gepolsterte Couch, die verschwunden ist. Da. Ausdauer plus 6. Eine bequeme Couch, die sie zum Hinlegen eignet. For Science. Gleich mal testen. Oh ja, die ist groß. Ja, dann müsst ihr mal weichen.
Ey. Aufheben. Im Inventar ablegen. Dich auswählen. Drehen. Ans Fenster stellen. Setzen. Na, kann sie nicht hinlegen. So ein Mittagsschläfchen ist ja doch mal ganz nett zwischendurch. Na gut, aus, genug rumgespielt. Was war das andere, was wir brauchen? Außer gehärtete Leben ist in der Mache, gestärktes Glas mal zwei. Ich glaube, das haben wir sogar noch vorrätig. Ich weiß nicht unter was. Geo? Yep. Zack. Ja, jetzt müssen wir auf das gehärteten Lehm warten und auf die Stahlplatten. Dann hier regelmäßig noch neuen Stahl abholen und drüben neue Stahlplatten anschmeißen, damit mehr auf einmal hergestellt wird, damit es länger am Stück laufen kann, falls ich mal nicht drauf achte. Also da noch zwei extra zum Beispiel. Gut, 11 Stunden. Ich sehe kein Ausrufezeichen. Würde ich die normalerweise sehen? Oder sehe ich die Ausrufezeichen nur, wenn ich wirklich in der Nähe von den Leuten bin? Also ich habe eben gerade schon so eine kleine Tour durch die Stadt gemacht und habe niemanden gesehen, der irgendwas Neues für uns zu tun hätte. Ich denke mal, das kommt erst, wenn wir die nächste Beziehungsstufe bei manchen Leuten... Oh. Nee. Bei irgendwelchen Leuten erreichen. So, und die Geräuschanreihung, die eben gerade war wegen Gast. Der stand wohl am Grab seiner Mutter. Forschung braucht auch noch. Nö, ich denke, dann gehe ich jetzt mal früh schlafen. Und eventuell haben wir dann morgen noch einen Brückenturm zu Ende zu bauen. Das werden wahrscheinlich sehr viele im Winter machen. Schlafen. Also bei Stardew Valley mehr als hier, aber... Aber... Also, Lehm ist fertig. Lehm kommt heran. Stahl ist jetzt über Nacht, und es war eine sehr lange Nacht. 13, 20 Stahl fertig geworden. Das wird nicht reichen. Oh doch, wir haben ja schon 7. Wir brauchen noch 3. 3. Wie lange? 7 Stunden, also 14 Uhr noch was rum, können wir das Ding aufbauen. Oh, und ich sollte auch gleich, oh Schneid, ich sollte auch gleich den Filterdruck füllen und das Filterchen wieder streichen und so weiter. Aber wenn ich jetzt regelmäßig Tage skippe oder nicht so dran denke, kann die Loyalität ganz schön runtergehen. 2 Eisenpfannen. Asteria-Topf. Geht immer. Ja. Nochmal Brückenturm, nochmal Stahlträger. Muss ich das alles machen? Ja. Ich denke, es wird wie bei den Töff-Töff-Sachen sein. Ich verstehe jetzt die Anmerkung von vor ein paar Wochen, dass ich nie genug Eisen haben kann und durchgehend genug Stahl produzieren soll. Ja. Also füttern. Ja, war schon fast alle. So. Interagieren. Schaut's hier aus. Ja, das geht.
Ein bisschen grumpig, aber es geht. Wir waren sonst immer so 20-30% rum. Sechs Stunden noch. Karte sagt keine Ausrufezeichen. Oh, wir müssen noch gucken, was für ein Tag heute ist, was die Preise angeht. Hallo, McDonald. 97%. Nee. Das reicht nicht. Ich habe jetzt schon mehrere Tage so ein bisschen Dünger aufgesammelt. Oh, das ist im Winter super zu sehen. Sehr schön. Heißt, wir können jetzt gleich ganz viele neue kleine Kübel bauen für die Farm, um noch mehr Blumen anzupflanzen. Was bist du? Hopp. Ich hätte gerne. Also die Pfannen muss ich dir noch machen, ne? Kleiner Pflanzenkasten. Es mangelt an Holzbrettern. Ja, das. Braucht noch ein bisschen. Eisenpfanne Nummer 2. Blub. Das ist für die Küche, ne? Also Sonja oder Django. Sonja. Hallo! Tudu. Wie viel fehlt eigentlich bei ihr bis zum nächsten Punkt? Ja, noch ein bisschen was. Hello? I run into some danger when I'm out on my walks through nature. But I always find a way to hide or run away. I don't want to disturb the balance. Du möchtest. Also was, du bist ein Holzmensch. Aber Holzschenken finden nicht toll. Kräutermischung? Ja. Weil er auch kurz vor dem Punkt war, deswegen dachte ich, könnten wir es vielleicht so und drüber kippen irgendwie, aber ja. Aufräumen. Oh, wir könnten kochen weiter testen. Ja, also wir hatten das schon mal getestet mit dem Salat, mit dem heiligen Salat. Wo ist das? Achso, Kochkram, warte. Kochsachen. Kopfsalat. Kopfsalat. Und dann muss es doch eigentlich nur Gemüse oder Obst sein. Also wir hatten es schon mit Äpfeln probiert, das ging nicht. Also die naheliegenden Sachen hatte ich schon genommen, glaube ich. Ich weiß nicht, bin nicht ganz sicher, ob es nicht mit dem Kopfsalat war oder mit irgendwas anderem. Salz. Oh. Genau. Pferdchen? Sophie. Ja, müssen Sie Sophie. Essig brauchen wir bestimmt. Keine Milch. Oh, falscher Laden, ne? Ja, falscher Laden. Wo war das dann? Bei Sonja? Alternativ könnten wir auch wieder in die Bar gehen und so lange Dart spielen, bis wir das Kochrezeptbuch holen können, aber das sollte doch eigentlich ausfindbar sein. Babymilchpulver, hohes Glas. Billige Limo. Nee. Hi. Have you tried your luck in the game corner? Ja, haben wir. Ich weiß nicht mehr. Ich kann mich noch erinnern. Das war, glaube ich, gestern oder vorgestern. Dass wir in einem Laden waren. Da meinte ich, ja, das brauchen wir bestimmt zum Kochen. Das war Essig und noch irgendwas. Hi.
Goodbye. Nein. Sie ist der Stoffladen und so Zeug. So viele Läden haben wir doch gar nicht hier. Eine Kirche? Das ist ja komisch. Blumenladen. Nee, wir könnten hier regelmäßig teuren Blumen kaufen. Also, draußen nicht. Hier kann man nirgendwo wirklich was kaufen. Was war da so oben in der Kirche? Ich jetzt vorhin nur geguckt nach irgendwas anderem, nicht nach Essig und oh, Baumschule. Hopp. Oh, ist hier oben was drauf? Ja, natürlich ist was drauf. Apfelringe. Fleisch und Tiere halt. Ich bin verwirrt. Ich laufe bestimmt zigmal dran vorbei. Pauli, du hast kein Essig, ne? Nee, du hast Möbel. Das Sinn macht, weil du Schreiner bist. Sehe. Nein, ich will nichts zum Laden. Hier ist Metallkrams, da ist Stoffkrams. Ich gebe auf, ich bin zu durch den Wind. Okay. Weg. Und ich muss dann einfach gucken, ob wir noch was davon auf Tasche haben. Also irgendwo hier auf Lager. Erstmal alles einsortieren. Jupp. Kochsachen. Ja, Dressing hatten wir getestet. Dressing ging nicht. Ich hätte halt gerne Essig. Oder wechsle ich gerade wieder die Spiele? Könnte ich auch sagen. Neobio. Nein, es wird kein Gift drin sein. Ich probiere es aber nochmal. Kopfsalat. Kürbis. Nein. Kopfsalat. Apfel. Nein. Ihr seid doch doof. Salz. Salz tut man. Nee. Andermal. Gib mir Stahl. Dinge bauen ist viel einfacher. Fertig. Fertchen. Wir müssen jetzt zur Brücke. Also es ist nur eins von noch. Ich glaube auch noch zwei weitere Teile.
Wobei ich irgendwie insgeheim hoffe, dass Higgins das macht, weil ich keine Lust habe, die ganzen Sachen dafür zu sammeln. Let's see here. Not too shabby. Good form. This will do. 2600. Das heißt, ich kann jetzt wieder hin und jetzt den nächsten Auftrag annehmen. Ne? Ja, okay. Du bist immer noch da, Buggy. Wird die jetzt gefixt? Nein. Hopp. Na gut. Nächster. Bin super motiviert, ja. Okay, den hätte ich dann ganz gerne morgen. Bronzeplatten sind einfach. Die brauchen wir auch nicht mehr so viel heute für andere Sachen. Ist ja doch eher Stahl, Manganstahl und sowas. Für die modernen Rezepte. Ja, wir brauchen jetzt unendlich viele neue Stahlplatten. Und die sind alle schon eingestellt für den nächsten Tag und 10 Stunden. Und wir brauchen auch noch 8-mal erhärteten Lehm. Das heißt, wir brauchen mehr Härtungsflüssigkeit. Und die Bronzerohre. Wir müssen also auch bald wieder Bronze machen. Und das war schon richtig. Stahlträger. Eisenholzdielen haben wir, glaube ich, auch nicht mehr genug. Haben wir genug Eisenholz? Wir haben 5 Dielen und 6 Eisenholz. Nee, dann wird jetzt Ashley den Rest des Tages Holz hacken. Eventuell auch noch in die Mine, wenn das sich aufgeht und wir kein Holz mehr finden. Aber ich denke, ich kann mich mit Holz beschäftigen. Wenn wir einen Vorrat haben an Hartholz und Eisenholz. Und morgen dann am Ende des Videos werde ich in die Mine gehen, um die Flüssigkeit zu bekommen. Und so werde ich jetzt einfach nach jedem Tag, also jedem Spiel-Session-Tag, irgendwas grinden müssen, damit wir die ganzen Ressourcen zusammenbekommen. Weil diese Hauptquest, wie es die Brücke und ähnliches, und damals die Töftöfts, die brauchen einfach tierisch viel. In der Stadt jetzt rumzueiern und irgendwie da was zu machen, da bin ich nicht so wirklich mutig hierzu. Also die Quests sind toll, das können wir gerne machen, aber die Quests kommen jetzt erst, wenn wir mehr Ruf haben. Und bei jedem hinzugehen und immer noch Hallo sagen und Geschenke ausprobieren werde ich nie wieder. Das ist so doof. Ich kaufe aber jeden Tag jetzt Blümchen und wenn ich genug Blümchen gesammelt habe, dann machen wir eine Runde und geben das dann den Leuten, die kurz davor sind, einen neuen Rang zu halten. Das klingt effektiver. Na gut, dann bis morgen.